Unser letzter Bericht ist einem der bedeutendsten und liebenswertesten Berliner Originale gewidmet, Heinrich Zille. Über kaum einen anderen gibt es so viel Geschichten, Anekdoten, Schnurren, obwohl er beileibe kein Witzbold, sondern ein sozialkritisch engagierter Künstler war. Als Liebermann einmal zu ihm sagte, Sie verkaufen doch Ihre Bilder, Sie müssen doch eine Menge Geld machen, antwortete Vater Zille, nicht wie Sie bei die Reichen. Ich verkaufe bloß an kleine Leute und die können nicht Tausende zahlen. Denen muss ich die Freude schon billiger machen. Zur Stunde wird in der Akademie der Künste anlässlich der Berliner Festwochen eine Zille-Dokumentation uraufgeführt. Bernd Träger berichtet darüber. Wenn man heute von Zilles Milieu spricht, denkt man meistens nur an das heitere, lebenslustige alte Berlin. Zilles Milieu war aber in Wahrheit auch die graue Trostlosigkeit der Arbeiterviertel mit den Mietskasernen und ihren engen, lichtlosen Höfen. Das waren die menschenunwürdigen Wohnungen. Über dieses ganze Milieu von Heinrich Zille hat Irmgard von zur Mühlen für die Kronos Filmgesellschaft einen bemerkenswerten Dokumentarfilm geschaffen, in dessen Mittelpunkt die Hauptfigur Heinrich Zille steht. Ein Mann, der erst nachdem er seine Arbeit verloren hatte, zu künstlerischem Ruhm kam. Als meine besten Jahre um waren, da kündigten sie mir. Mit 50 Jahren aus einem Betrieb entlassen, dem ich lange treu gedient, wo ich für kärgliches Einkommen für andere gearbeitet, wo ich noch nachts gedacht, gesorgt hatte. Versuche zum besseren Gelingen neuer technischer Verbesserungen mir Kraft und Ruhe raubten, musste ich billigeren und jüngeren Kräften weichen. Nebenbei war ihnen meine Linksrichtung störend. Der Künstler, der viele Jahre bis zu seinem Tod in der Charlottenburger Sophie-Charlotte-Straße lebte, malte und zeichnete aber nicht nur, wie der folgende Filmausschnitt dokumentiert. Das Fotografieren wurde für Zille zu einer Art Notizbuchmethode. Wichtiges Hilfsmittel, um sich Erinnerungsstützen und Vorlagen für seine grafischen Arbeiten zu verschaffen. In seinen Motiven sucht er nicht das Außergewöhnliche, sondern das Alltägliche, den Normalzustand städtischen Daseins. Frau von zur Mühlen, wenn man einen Film über Heinrich Zille dreht, dann ist das sicherlich für einen Autor oder für eine Filmautorin eine sehr dankbare Aufgabe. Aber wenn man dann in der Arbeit drinsteckt, sicherlich auch sehr schwierig. Ja, da es tausende von Zeichnungen und noch mehr Skizzen von Zille gibt, war die Auswahl, was nun endgültig in den Film hineinkommt, ziemlich schwierig. Noch schwieriger war aber die Materialbeschaffung, die Filmszenen aus der damaligen Zeit. Es gibt sehr viele Paraden, es gibt sehr viele Darstellungen vom Kaiser, aber Hinterhöfe, das Leben in den Hinterhöfen, die Menschen dieser Gegenden, die wurden eigentlich nicht als geeignet für die Kamera angesehen. Wie haben Sie denn dieses Filmmaterial dennoch bekommen? Wir haben sehr lange gesucht und haben dann in westlichen, aber besonders in den östlichen Archiven derartiges Material gefunden. Ganz besonders den Kindern galt Zilles Liebe und sein Mitgefühl, denen, die in das Elend hineingeboren wurden. Zille gesellte sich zu ihnen und lauschte den nüchternen Kommentaren zu den oft fragwürdigen Familienverhältnissen. Deine Mutter ist schon 2 Jahre verheiratet und ihr seid 3 Hürden. Aber meine Mutter ist erst 3 Jahre verheiratet und wir sind schon 6. Den Kindern galt auch Zilles künstlerisches Interesse. Tausendfach skizzierte er sie. Rotznäsig, ungekämmt, krummbeinig mit rutschenden Hosen und Strümpfen. Kleine Hürden mit Pipi und verbohrene Fiese, so schrieb Tucholsky in einem Zille-Gedicht. Mutter! Gib doch die 2 Blumentöpfe raus. Lieschen sitzt so gerne in Grüne. Aber Trude, mitten in der Woche ziehst denn Renet Hände an? Ja, Mutter, ich will doch mal mit dem Hauswirt über einen kleinen Mietnachlass sprechen. Bist du auch von? Jawohl, Mutter weiß bloß nicht von wem. Heute ist mein Kehlabend, da braucht er mir nicht zu holen. Die Karre lasse ich beim Boudicker und laufe nach Hause. Bei aller Tragik schimmert aber immer ein wenig Berliner Mutterwitz hindurch. So dass Max Liebermann einmal Zille schrieb, das große Mitleid regt sich in ihnen, aber sie beeilen sich darüber zu lachen, um nicht gezwungen zu sein, darüber zu weinen.